Frauen lieben Männer, die Frauen schlecht behandeln und links liegen lassen. Frauen lieben den Macho, den Egoisten. Und wenn du dich zu sehr für Frauen anstrengst und ihr zeigst, dass du sie magst, lässt sie dich links liegen. An diese Kacke, die du gerade gehört hast, glauben nur Kinder. Und was wirklich abgeht, ist etwas anderes. Mein Name ist Andy Friday, ich bin Flirtcoach für Männer und in den nächsten 2 Minuten bekommst du die selten ausgesprochene Wahrheit, warum die meisten Männer ihr Leben lang Mist wie diesen geglaubt haben. Irrglaube Nummer 1. Wenn Frauen dir egal sind, werden sie dir hinterherrennen. Der erste Irrglaube ist gefährlich, denn er ist tatsächlich halb richtig. Denn es gibt eine Gruppe Frauen, die dir tatsächlich hinterherrennen werden, wenn du so tust, als wäre sie dir egal. Allerdings, welche Frauen das sind, ist eine Frage des Selbstbewusstseins. Unselbstbewusste Menschen, die meist in ihrer Kindheit ein Defizit an Aufmerksamkeit erlebt haben, rennen anderen deswegen dann hinterher, weil sie sich erhoffen, so endlich geliebt zu werden. Und Arschlöcher tun diese emotionale Verletzung natürlich ausnutzen. Und so gibt es einige Männer, die im Laufe ihres Lebens, meist in jungen Jahren, diese Lektion irgendwann gelernt haben. Und wir kennen diese Männer. Diese Männer haben scheinbar jedes Mal, wenn wir sie sehen, eine neue Frau an ihrer Seite. Aber blicken wir hinter die Kulissen, sehen wir, dass sie keine Frau bei sich behalten können. Nichts hält an. Und wenn du sie danach fragst, stammeln sie vor sich hin oder versuchen, die Wahrheit zu verstecken. Denn irgendwann hatten diese Männer auch Angst. Sie hatten Angst vor einer Frau, die ihnen ebenbürtig ist oder sogar mehr Selbstbewusstsein hat als sie. Sie haben Angst vor einer Bindung und haben Angst davor, Gefühle zu zeigen. Sie haben Angst, dass wenn sie sich öffnen würden, sie ebenfalls verletzt werden, so wie sie die ganzen Jahre Frauen verletzt haben. Es ist ein Selbstschutz und oft können auch diese Männer nichts dafür, dass sie das so gelernt haben. Ich will dir nicht sagen, dass du das so machen sollst, aber wenn ich eine Sache in diesen Videos rüberbringen will, dann ist das mehr Liebe. Und das bedeutet selbst Mitleid für diese Kerle. Und der Grund dafür liegt darin begraben, dass sie diesen Schwachsinn glauben, dass eine Frau sie nur dann liebt, wenn sie sich wie ein Arsch verhalten. Wie du merkst, ist dieses ganze Spiel, egal ob von Mann oder Frau, nur von einer Frage abhängig. Was muss ich tun, um geliebt zu werden? Und so finden viele Frauen ab Mitte 20 etwa, wenn sie emotional gewachsen und selbstbewusster geworden sind, irgendwann heraus, dass der Arsch eigentlich gar kein Selbstbewusstsein hat. Es ist in der Tat aufgesetzt. Ich kann es dir beweisen. Irrglaube Nummer 2. Cool sein. Dieser Frauenheld, den du aus deiner Jugend oder deinem Umfeld kennst, der dir vielleicht gerade jetzt vor deinem geistigen Auge erschienen ist, der scheinbar so begehrt wird von Frauen. Stell dir diese Frage. Hast du ihn schon mal lachen sehen? Und ich meine so richtig, herzhaft. Lachen. Die Art, wo man keine Luft mehr kriegt oder wo sich die Augen nach oben rollen und du Tränen davon bekommst. Oder nicht mal das, hast du ihn jemals wirklich offen und herzlich lächeln sehen? Ein Lächeln, das ausdrückt, alles ist gut, ich bin für dich da. Wenn wir uns das nicht vorstellen können, weil er es vielleicht nie getan hat, dann sollten wir uns die Frage stellen, wieso eigentlich? Wieso muss er ständig cool bleiben. Er hat ein Leben lang Angst davor gehabt, Emotionen zu zeigen. Ständig Angst gehabt, sie zu verlieren, wenn er sich ihr mal öffnet. Er hat sich sein Leben lang verstellt, um die Frau zu bekommen. Das ist kein Selbstbewusstsein. Ich war selber mal in diesem Irrglauben gefangen und kenne durch meinen Beruf viele dieser Männer, die immer noch darin gefangen sind. Und diese Frauen, die langsam bemerken, dass der Arsch gar nicht so cool ist, wie er tut, und eigentlich ein kleiner Junge mit geringem Selbstvertrauen ist, die sehnen sich dann nach reiferen Männern. Männern mit Werten, mit Prinzipien. Männer, die durchaus ihre Gefühle teilen können und wollen, aber eine Eigenschaft mitbringen, die sie für die Frau attraktiv macht. Und das ist das Geheimnis des ersten Irrglaubens. Die Wahrheit. Warum denken viele Männer, sie müssten einer Frau zeigen, dass sie ihnen scheißegal ist? Weil Frauen auf eine Sache wirklich stehen. Und zwar sowohl unselbstbewusste und unreife, als auch selbstbewusste, sexy und intelligente, treue Frauen mit Werten. Frauen fühlen sich davon angezogen, wenn ein Mann einfach macht. Und ihm egal ist, wie andere darauf reagieren. Das heißt, so ein Mann kann durchaus ein moralischer Mann mit Werten sein, der zuverlässig ist, der treu ist, der für eine Frau ein guter Mann sein will, mit Herz. Das kann vielleicht erst recht sogar
ein Mann, der schüchtern ist. Das ist, was wir allgemein bezeichnen für, er zieht einfach sein Ding durch. Aber anstatt keine Gefühle zu zeigen, finden Frauen es extrem attraktiv, wenn ein Mann sein Interesse für die Frau offen bekunden kann, zu ihr steht und für sie einsteht. Anstatt zu zeigen, dass ihm Frauen egal sind, zeigt er lediglich, dass er keine Angst vor ihrer Reaktion hat. Sagst du ihr in Person, du bist süß, ich mag dich. Oder wenn ihr per Video miteinander telefoniert, lass mich mal sehen, wie das an dir aussieht. Dreh dich mal um. Wow, du schaust gut aus. Genau jetzt kommt der kritische Moment. Und das ist das Einzige, was du als Mann mit Herz, der ihr Herz stehlen möchte, tun musst. Lass dir ihre Reaktion egal sein. Ein Mann, dem egal ist, wie andere auf ihn reagieren, der ist attraktiv. Aber ein Mann, der dann auch noch Herz hat, der ist begehrenswert. Und dieser Mann zieht die richtig begehrenswerten Frauen an. Weißt du, welches Gefühl kaum ein Mann einer Frau geben kann, aber sie völlig hemmungslos dir gegenüber macht? Wie du dieses seltene Gefühl in ihr triggern kannst, das bekommst du in diesem Video.